Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im ATS zusammen mit Scotty. Und Hello. Wir fahren irgendwie, also wir können es ja mit dem LS und so weiter nicht lassen. Ja, genau. aber wir können es mit dem LS nicht lassen, deswegen haben wir uns Zuckerrübenernte hinten aufgeschmissen. Ja, ganz genau. Wir haben gedacht, ne? Die brauchen wir Wenn heute wir hier Abend, schon oder nicht so. Aufs Feld dürfen, dann müssen wir sie wenigstens so mit uns rumschleppen. Ganz genau. Wieder eine kleine, feine, schöne Strecke. Ja, genau. Stimmt. Oh, ich vergesse das immer mit der Strecke, ne? Wir dürfen nur in der City 35 und Local Roads 65 fahren. Ja. Wir sind übrigens wieder in Montana unterwegs. Ja. Wir fahren hier so ein kleines Gebietchen hier. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen und wie das hinterher da aussieht. Ich bin mal gespannt. Und wir starten wunderbarerweise sehr, sehr früh morgens. Ich glaube, 4:30 ist es, ne? Oh, nee, inzwischen haben wir 4. Wir haben es kurz vor 5, also wir werden den wundervollen Sonnenaufgang genießen können. Ich sehr Bock drauf habe. Ja, Mann. Ich glaube, es wird sehr schön. Ich glaube auch. Dir ist aufgefallen, dass der sehr lang ist, oder? Ja. Gut. Geht auch dran. Oversized. Ja, gut, das stimmt. Steht auch dran, ja. Bin einfach mal so frech, ich fahre einfach mal los hier. Ja. Aber ich muss direkt schon wieder stehen bleiben. Sagen, du bist noch nicht mal. Doch, du bist. Ich glaube, du bist ganz, ganz knapp an mir. Nein, du bist noch nicht mal einmal vorbei. Okay. Ja, da hängt noch was hinten dran, deswegen. Okay. Ja, von innen hätte ich es jetzt so nicht richtig. Doch, wenn ich hier zur Seite gucke, sehe ich, dass du. Ja, nein, nein. Okay. Ich habe eben nur vorne rausgeguckt aus der Frontscheibe. Da war ich mir nicht sicher, aber wenn ich zur Seite gucke, ja, okay. Darf doch bei ich darf doch fahren, wenn ich rechts abbiegen will, oder? Ja, rechts abbiegen. Ja, also. Ja. Warum mache ich das denn nicht? Warum stehe ich denn hier? Ja, hättest du das nicht mal sagen können? Nee, ich dachte, ich warte, dass du selber drauf kommst und so, weißt du? Ja, natürlich. Warte mal, da so, okay. Ist schon, ne, also. Das ist ein Riesending hier. Ein Händler habe ich entdeckt. Nice. Ja. Sehr cool. Ne, jetzt müssen wir anhalten. Jetzt geht nicht mehr. Ich bin mal gespannt. Du bist zwar jetzt gerade hinter mir. Ich bin mal gespannt, ob du nachher doch wieder vor mir sein wirst. Ob ich wieder die stärkere Maschine habe als du, ne? Ja, oder ob du einfach wieder irgendwo Glück hast. Achso, mit Ampeln und obwohl, ja, nee, geht ja nicht. Mit Ampeln kann ich kein Glück haben, weil du bist vor mir. Naja, wärst du jetzt schlau gewesen, hättest du dich links gesetzt und wärst dann einfach. Ja, nee, das ist ja nicht. Es ist ja jetzt mal so, das mache ich vielleicht, wenn ich feststelle, dass dein Fahrzeug langsamer ist als meins. Ernsthaft? Leicht. Ja? Vielleicht. Aber vielleicht. Stell mich jetzt nicht so dar, als würde ich das machen. Ich habe gerade so gedacht, naja, ich brauche wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich länger beim Parken am Ende als du. Aber ich glaube, hiermit wird es so sein, dass wir nicht die Schwerparkoption bekommen. Ich glaube, es wird relativ simpel. Ja, doch. Also das wird ein einfaches Hinstellen und fertig. Genau. Ich weiß gar nicht, bei was wir das schon mal hatten. Da war es ja auch einfach nur, ja, stell das Ding hin und fass es nie wieder an. Das hatten wir. Fang nicht an zu rangieren. Das hat man, sobald man zwei Trailer dran hat oder so, weißt du? Ja. Also sobald es sich zweimal knicken kann, der Anhänger, dann ist sofort Feierabend. Finger weg. Ja, du machst da gar nichts mehr. Du lässt das jetzt. Wir machen das selber. Ich wusste es, jetzt ist hier wieder 25. Genau. Gib mir Mühe, sie einzuhalten. Was bin ich so 23, 24? 25? Oh, das ist voll cool hier. Ich mag sowas. Jetzt schon wieder schick, ne? Das wird mit der Kirche oder was? Das ist hier in der Alles Mitte, ne? Nee, warte mal. Wieder. Ich habe eben mal so ein bisschen zum Fenster rausgeguckt. Oh, guck mal, jetzt gleich, wenn du an dem Gebäude dran vorbeifährst, die Vorderseite, so, weißt du, ich liebe das einfach so. Es klingt blöd, aber tatsächlich diesen Patriotismus einfach, weißt du? So, zack, dicke Flagge davor gehaken, fertig. Das sieht cool aus. Oh, jetzt hier die Straße hier runter, finde ich auch geil. Es ist halt wieder, also es ist einfach super, super schick gemacht. Also, ich bleib dabei, ATS an was. Ja, auf jeden Fall.
Busen. Hola. Ich dachte, Hauptsache, du sagst das jetzt gerade und das Erste, was ich mache, ist so in den Rückspiegel gucken. Nein, die zieht jetzt nicht dran vorbei, nein, oder? Nein, 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 ich bin hier an der Ampel. Aber ich sehe schon, du stehst vorne auch, ne? Ja, hier ist Bahnübergang. Einfach cool. Also das, ich sag's mal, das wäre jetzt auch so ein Spiel, wenn wir dann erstmal unsere eigenen Fahrzeuge haben, da hätte ich gar kein Problem mit, einfach nur mal ohne Auftrag, nur dumm durch die Gegend, ne? Dass du halt diesen Zeitaspekt nicht hast, diesen Counter. Und einfach nur ein bisschen, oh, wir gucken mal, was ist hier so? Ach, wir fahren mal zu dem Händler. Ich glaube, das wäre sowieso ziemlich interessant, ab und zu mal den Anhänger einfach stehen zu lassen, weil es gibt ja unglaublich viele Stellen, wo du so Fotospots hast, weißt du? Stimmt. Oh ja, die ganzen Fotospots. Siehst du, das stimmt. Die könnten wir dann auch mal fahren. Aber da hatten wir ja gesagt, das machen wir erst, wenn wir unser eigenes Fahrzeug haben. Genau, ne? Genau. Genau. So schön einfach. Ach, dieses Feeling einfach, was das rüberbringt, das ist echt cool, ja. Oh, hier macht auch einer gerade Fotos. Cool. Oh, hier ist Polizei. Oh, ich fahr viel zu schnell. Ich war bei 35, aber nee, wir sind immer noch bei 25. Also ich muss ehrlich sagen, ne, also die Größe von dem Ding, ich lieb's ja irgendwie jetzt, ne? Ich mag das, wenn du so richtig ausholen musst, so in den Kurven und so weiter. Noch ist es okay. Also ich bin auch jetzt hier an der Ampel nicht hängen geblieben und so. Es ist noch fein. Noch funktioniert's. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich weiß auch gar nicht, wie kurvig unsere Strecke ist. Guck mal, jetzt bin ich schon wieder direkt hinter dir. War gar nicht schlimm, dass ich da hinten durch die Ampel so ausgebremst wurde. Weißt du, und das ist das wieder. Bei mir wäre es dann so gewesen, ja, da wäre die nächste Ampel rot gewesen und noch die nächste Ampel rot. Soll ich dir jetzt sagen, dass sie bei mir auch rot waren? Also es war nicht, dass ich jetzt auf einmal da nur grüne Ampeln hatte, ne? Wow. Oh, wir müssen rüber. Eine denkt sich jetzt, verdammt, jetzt ist der vor mich gezogen. Ja. Scheiße. Wie oft denkst du das in echt? So, also bist du da eher so, ja gut, wenn er jetzt vor mir ist, dann ist er vor mir, oder ärgerst du dich da schon? Das ja, bei mir ist es eher so dieses, wenn ich dann sage, so, ich möchte jetzt gerne überholen und hinter mir haben mehrere Leute auch die gleiche Idee. Und dann kommst du halt einfach nicht mehr dazu. Also alle überholen dich. Also du sagst auch schon, hier, ich möchte gerne überholen. Alle ziehen einfach nur so an dir vorbei und denkst so, okay, ja, ich würde auch gerne, aber ist schon okay. Lasst mich ruhig hier noch weiter hinterkleben. Ja. Das ist mehr, was mich, ist ja auch nicht aufregend, sondern wo ich mich halt so ein bisschen dann ärgere und denk so, ja, come on, warum kann mich denn nicht irgendjemand nochmal bitte vorlassen? Weil ich halt auch jemand bin, der, ja, der häufiger mal, wenn ich sehe, da möchte einer, ne, rausziehen und so, ja, dann fahr doch, ne? Wo ich auch, ist jetzt mal, wenn hinter mir einigermaßen Platz ist, wo ich dann sogar abbremse, damit der halt rausziehen kann vernünftig, ne? Mhm. Also, das ist da schon. Deswegen denke ich mir immer so, ja, ich würde auch gern jetzt überholen. Ist ja nicht so, dass ich das auch schon gesagt habe, aber macht ihr das mal erst alles, ist schon okay. Bin dann die Letzte. Von Platz 1 so auf den letzten Platz. Warum fahren die LKWs so außen rum? Eine gute Frage. Aber ja, die Sache mit dem Überholen so, ich kann das voll und ganz verstehen. Also das ist glaube ich auch so ein Ding, das einzige wirklich, was mich so ein bisschen ärgert dann, weißt du, wenn du so vorhast, du willst überholen und dann kriegst du es einfach nicht hin, weil dann kommt auf einmal so viel. Ich hatte jetzt auch wieder die Tage Reißverschlussverfahren. Oh. Da habe ich tatsächlich auch also nicht nacheinander, aber es gab zwei Situationen, wo ich dann halt im Reißverschlussverfahren die Leute reingelassen habe. Wo ich mir so denke, ja, warum auch nicht? Die möchten halt jetzt auch hier mit rein und es bringt mir nichts, wenn ich jetzt einfach sage, so, ich habe einen vorgelassen, danach lasse ich keinen mehr, ne? Weil ich sowieso nicht schneller vorankomme. Oh, also ja, dann soll doch der Nächste auch schon mit rein. Ist egal. Aber ich bin halt sowieso bei solchen Sachen, ich heize da halt nicht wirklich. Ich nehme mir halt echt
Also ich bin halt, wenn es danach geht, eher 10 bis 15 Minuten eher am Ziel, weil ich die Zeit mit einplane, dass eben so Sachen sind, wo du halt, ne, ich sag jetzt mal, ein bisschen länger brauchst auf der Strecke. Und dann freue ich mich, wenn ich trotzdem so früh da bin, aber ich lasse mich halt nicht verleiten in dieses, oh, und jetzt muss ich hier irgendwie gucken, dass ich Zeit aufhole, ne? Ja. Ja, also eher so wirklich so Viertelstunde früher los oder ja, halbe Stunde und gut ist. Also ja, genau. Wenn, je nachdem, wie weit es jetzt ist. Ne? Genau. Ja, das ist bei mir eher. Also da bin ich eher ein Freund von, dass ich sage, jo, ich fahre lieber früher los, anstatt dass ich dann in diesen Stressfaktor reinkomme und dann denke, boah, und jetzt musst du halt gucken, dass du, ne, ich sag jetzt mal, bei der tief dunkel-orangefarbenen Ampel noch drüber ziehst. Oder auch bei solchen Sachen, wo du sagst, ach komm, hier schere ich jetzt nochmal schnell ein. Solche Geschichten. Ne? Das vermeide ich halt damit. Ja, ist ja auch richtig, weil also gerade dann, wenn es innerlich schon anfängt zu stressen, weil du irgendwie halt eben siehst, okay, von der Zeit her passt das nicht. Ja. Da passieren halt eben hinterher die meisten Fehler, ne? Das ist halt einfach genau so. Deswegen. Das ist zu hohes Risiko, was man dann anschließend eingehen würde. Ja. Und ja, da ist es ja wie immer. Ich habe halt über zu viele Unfälle berichtet, wo es halt einfach, wohl auch die Unfälle einfach hätten vermieden werden können, wenn die Leute vernünftig gefahren wären. Und ich habe keinen Nutzen davon. Wie gesagt, ich kann auch einfach ein bisschen eher aufstehen oder ne, eher losfahren, whatever. Anstatt, dass ich mich und vor allem auch andere irgendeinem Risiko aussetze, weil der Stressfaktor reinkickt. Ja, klar. Also da haben so, ja, ich sag jetzt mal, über das alles, was ich so berichtet habe und nach wie vor auch berichte, also es ist ja nicht, dass ich es jetzt nicht mehr mache, sondern immer noch berichte ich über auch Autounfälle und Co. Und ja, wie gesagt, das prägt mich da schon irgendwo so ein bisschen, wo ich so denke, ja, ne, gewisse Sachen kann man halt einfach vermeiden. Ich sag jetzt mal, ne, was bei anderen ist, wenn mir jetzt einer reinfährt und so, ja, das kann ich nicht vermeiden, aber ich kann zumindest für mich vermeiden, dass ich riskant fahre. Ah, Entschuldigung. Oh, der Felsen, der hat mich gerade ein bisschen geflasht hier. Cool hier, ne? Ja. Ja. Richtig schön. Naja, aber das ist natürlich völlig klar, ne? Also du selber kannst es für dich vermeiden, ja. Wenn irgendjemand anders Scheiße baut, dann ist es so. Da kannst du halt echt nichts dran machen. Das ist einfach so, leider Gottes. Auch so Thema vorausschauendes Fahren. Ne? Also da achte da wirklich drauf, was machen andere. Wenn ich vorne sehe, okay, da bremst schon einer. Also ich sag jetzt mal, der nicht der direkt vor mir ist, sondern der davor, da sehe ich, der bremst. Ja, dann weiß ich, dass der vor mir ist. Der wird auch sehr zeitnah bremsen. Und dementsprechend lasse ich mich halt schon ganz langsam zurückfallen. Und nicht, dass ich sag jetzt mal, ja, ne, der nächste, der vor mir bremst und dann, wenn ich ein bisschen aufgeholt habe und es ne, doch schon kuscheliger wird, dann bremse ich erst, weil ne, es ist klar, dass ich auch ausgebremst werde, also kann ich halt auch dementsprechend einfach mich erstmal ein bisschen weiter ausrollen lassen und gucken, wann wir wieder alle zusammen Fahrt aufnehmen oder dann gegebenenfalls natürlich auch Bremse drücken muss, aber wie gesagt, da dieses, ich fahre jetzt bei dem nächsten super dicht auf oder gucke, dass ich dann da irgendwo noch schnell rausziehen kann, um das zu vermeiden. Ja, das ist halt einfach nicht meine Fahrweise. Ja. Erstmal klar, wenn ich sehe, ne, das bremst, das staut sich vor mir alles und ich kann halt noch irgendwie rausziehen auf linke Spur und so weiter. Ja, aber wenn die Gegebenheit nicht da ist, dann versuche ich nicht, mich auf die linke Spur irgendwie noch reinzuquetschen, sage ich mal. Sowas mache ich halt nicht. Mhm. Aber dafür habe ich halt auch eben, wie gesagt, einfach, dafür fahre ich mit dementsprechend Zeit schon los, damit ich halt diesen Stressfaktor umgehen kann. Ja, wie gesagt, ist auch definitiv richtig. Es ist so schön hier, ne? Ja. Ist einfach mega. Mega cool. Bitte, ich finde das immer so cool, du fährst so, wie jetzt vorhin, du fährst so zwischen den Felsen durch. Und dann kommt einfach so ein kleines bisschen Brücke. Mhm. Dann guckst du nach links und rechts und du siehst so eine ellenweite Landschaft und verschwindest einfach direkt wieder hinter einem Felsen. Ja. Ja, auch die Fahrzeuge, die hier so auf der Straße unterwegs sind, feiere ich halt auch sehr.
Also, ja, das Auto eben aufgefallen ist, das komische Ding da, das ist schon, ja, einfach cool. Ich mag's. Ja, guck mal, ist ein Schlafplatz hier, ist ja funny. Ja, und mit dem Motorrad ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Also da fahre ich wirklich auch vorsichtig und ich sage jetzt mal so, ich verlasse mich nicht darauf, wie andere fahren. Also da, ich sage jetzt mal, wenn ich sehe, dass da blinkt jemand, dann bin ich schon zurückhaltender. Hat der mich wirklich wahrgenommen? Kann ich jetzt noch an ihm vorbeifahren oder zieht er einfach raus? Ne? Ja, klar. Da möchte ich mich halt so, also wie gesagt, da warten, also was heißt warten? Ich, ne, guck halt, na, hast du mich bemerkt? Ne, was macht er wirklich? Und kann ich noch dran vorbeifahren? Ja, nein. Also da achte ich halt auch wirklich sehr, sehr genau drauf, was dann andere Autos machen. Ich sag jetzt mal, ne, beim Auto, ich habe immer noch eine Knautschzone, ne, aber beim Motorrad ist das dann nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich sag mal, wow. Motorradfahren ist ja Hobby, ne? Würde ich jetzt sagen. Ja. Ist es trotzdem anstrengender als Autofahren? Für dich? Nee. Okay, also quasi wirklich dadurch, dass es Hobby ist, dann doch eher entspannender. Ja, also da ist es ja, ich sag jetzt mal so, ich fahre auch mal mit Motorrad zu irgendeinem Termin oder so. Aber da gucke ich halt vorher auch ganz genau, ich sag jetzt mal, ne, wie ist jetzt, wenn ich auf die Autobahn muss, wie ist da so gerade Staugefahr? Ich meine, klar, ich kann immer in Stau kommen, das ist gar keine Frage, ne? Aber ist die Strecke gerade wirklich sehr frei? Oder wenn ich weiß, okay, wir kommen jetzt doch ein bisschen in die Rush-Hour rein, es wird sehr, sehr eng und kuschelig auf der Fahrbahn, dann ziehe ich das Auto wahrscheinlich schon eher vor. Also kommt, wie gesagt, kommt doch immer dann wieder auf die Strecke an, was ich fahre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Autobahn, Rush-Hour, die Leute, ne, wollen unbedingt nach Hause und Co. Und dann, wenn ich sagen kann, nö, ich kann auch mit dem Auto fahren, dann nehme ich auch gerne mal das Auto. Aber auch so, wie gesagt, mal nehme ich auch das, na, ich wollte sagen 25 Uhr, auch das Motorrad für Termine, wo ich hin muss. Aber häufig ist halt auch einfach, ich muss ja irgendwie eine Tasche mitnehmen und ich hasse es, mit dem Rucksack Motorrad zu fahren. Ja, sobald ich etwas mehr Zeug mitnehmen muss, ist es sowieso das Auto. Aber ja, wie gesagt, das kommt immer ganz drauf an. Aber Motorradfahren ist für mich entspannend, ja. Okay. Das ist für mich entspannend. Ich hätte jetzt so ein bisschen daran gedacht, ja, weil du es halt eben auch angesprochen hattest. Also man ist beim Motorradfahren ja, denke ich jetzt zumindest, ein bisschen vorsichtiger. Wie du schon sagtest, ein bisschen mehr vorausschauend und so weiter. Also nicht, dass das hinterher in irgendwie so eine Riege rutscht, dass es dann vielleicht doch irgendwo zu anstrengend wird oder so, weißt du? Weil ich meine, das geht natürlich auf den Kopf. Ja, ja. War bei mir bisher noch nicht, dass ich jetzt gesagt habe, boah, das stresst mich jetzt oder so, ne? Mhm. Nee, also Motorradfahren ist für mich echt Entspannung. Ja. Aber so einen Kopf freikriegen. Aber da suche ich mir auch die Strecken dafür einfach aus, ne? Ich sag jetzt mal, ich fahre da nicht in der City, ne? Dass ich jetzt sage, so, müsst ihr Motorrad fahren, wo mache ich es? Direkt in der City. Nein, das mache ich jetzt auch nicht, sondern das geht dann schon raus auf Landstraße und Co. Und da ist es dann auch wirklich Entspannung. Ja, wo du halt eben dann auch wirklich in dem Moment abschalten kannst. Ich meine, genau. Also jetzt mal nur in der anders. City Motorrad fahren, das wäre zum Beispiel für mich auch nicht erholsam. Ja. Ist ja bei mir dann auch das Gleiche mit einem Auto. Ich fahre ja unglaublich gerne Auto, auch einfach mal just for fun. Mhm. Da meide ich dann natürlich auch die Städte und so weiter, klar. Genau. Einfach falls, ja, erstmal ist es schöner, keine Frage, wenn man irgendwo außerhalb unterwegs ist, die Landstraßen lang fährt und sowas alles. Aber natürlich auch definitiv ein bisschen entspannender, ja. Stimmt schon. Ja. Wow. Der drängelt sich vor. Nein, tut er nicht. Oh Gott, ich muss hier schon wieder langsam fahren. 35 haben wir, ne? Ja, jetzt 25. Ach, schon wieder 25. Na dann. Ja, wir kommen in den Ort rein. Oh, das finde ich so geil da hinten. Da steht das Gebäude da hinten links, Browning's Trading Post, sowas finde ich immer richtig cool irgendwie. Das ist so richtig typisch amerikanisch einfach. Ist gerade noch gar nicht. Ach da! Ja. Na, schön Taco King dann daneben und dann gibt's.
Supermarkt. Fresh and tasty, 24 Stunden. Das hast du oft in Amerika, ne? Ja. So 24-7 Läden und sowas alles? Ja. Also als wir da waren, da gab es einige Läden davon. Auch hier so Restaurants bzw. Fastfood und sowas alles. Das ist ja meistens wirklich 24-7 auf. Aber im Fastfood war es halt auch, dann gehst du hin, ich möchte hier nur einen Burger, sage ich mal. Boah, ja, möchten Sie nicht das XXXX Ultra L-Menü? Nee. Und dann verneinst du das und dann sind die ja doch schon so ein bisschen so, was? Was ist los mit dieser Person? Das ist aber was? Viel günstiger auf die Masse gesehen. Ja, ich will das trotzdem nicht. Ich will das Junior-Menü. Ja, genau. Und das war halt XXL. Auch schon. Das war halt, ja, noch nicht mal. Ich möchte einfach nur S. Und das war dann schon so, also nicht immer, ne? Das muss man dazu sagen, das war nicht immer so. Aber du hattest immer zwischendurch mal so Situationen, wo dann wirklich so, hä? Okay, das macht gerade voll keinen Sinn. Er hat sich bestimmt versprochen, er weiß gerade nicht. Also ist ja anscheinend Tourist und hat gerade keine Ahnung, was er bestellt hat. Auch so Pizza und so weiter, ne? Du hast halt wirklich alles in diesen riesigen XXL-Formaten. Dann kannst du sagen, also für die Zeit, wo du da warst, dass das auch wirklich so genutzt wird dann von denen? Ja, schon. Also so beim Einkaufen, also wir hatten ja ein Apartment. Und wenn du dann geguckt hast, was andere halt so sich gekauft haben, ja, da hattest du viele, die halt, ne, aufs Kassierband dann auch diese XXL-Portionen, ne, davon mit draufgeworfen haben, das schon, ja. Und es ist, man muss halt auch sagen, es ist ja auch natürlich günstiger als die kleineren Sachen. Und was ich sehr krass fand, war halt auch so, dass ich sag jetzt mal alles Richtung Grünzeug, also Salat und Co., war halt auch teurer, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, nur die PK-Pommes nehme, ne? Ja. Wahrscheinlich wesentlich teurer, ne? Ja, genau. Oh ganz Gott. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Scheibenwischer hatte. Genau. Ich dachte mir das auch gerade so. Scheibenwischer müsste P sein. P. Oh ja, es ist P. Dann hatten wir schon mal Regen. Nee, deswegen. War gut. War ich gerade so schockiert. Yay. Endlich. Niemand freut sich über eine Fahrt bei Regen, aber wir schon. Oh, guck mal. Linke Seite, Kanada. Yay. So, du brauchst noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bin bald da. Mega. Oh. Einfach von der Straße abkommen, nicht von der Straße abkommen. Ey, es ist so cool einfach. I love it. Ja, aber das finde ich halt auch so krass, dass es da wirklich, also dass es diese Riesenportionen gibt oder so. Ja, das weiß man natürlich. Ich frage mich nur, manchmal kriegen die das Ganze halt eben auch weg oder so, ne? Ja. Also du hast ja auch noch was. Wie lange hält es halt und so weiter, ja, ne? Was sehr krass war, da habe ich auch mal so gedacht, also du kennst es halt auch aufs Fernsehen und Co., aber dass das wirklich gemacht wird, ist dieses mit Bezahlen mit diesen Coupons, ne? Du weißt, welche, die wirklich so ein Mäppchen haben, ne, Coupon für das, für das, für das. Danach wird eingekauft und dann geben die einfach nur diese Dinge ab. Sachen, wo du vielleicht, keine Ahnung, das kommt irgendwie ins Lager oder sonst irgendwo hin, das brauchst du wahrscheinlich gar nicht. Aber sie kriegen es, wenn sie halt, ich sag jetzt mal, wenn sie den Joghurt kaufen, kriegen sie die Tampons von XY gratis dazu. So, ne? Also wird der Joghurt, den sie eigentlich vielleicht gar nicht mögen, gekauft, weil man dann die Tampons noch mitbekommt. So, ne? Ja. Und das habe ich auch mal gesagt, ja, okay, das siehst du im Fernsehen, ja, keine Ahnung. Aber das haben wir auch wirklich dort so gesehen. Und das wird da auch gerne genommen und genutzt. Aber die Sache ist ja, das ist dann ja nicht nur, also die kaufen dann ja nicht nur ein Joghurt dann dafür oder so, sondern das sind dann ja wirklich 100. Genau, ganz weil genau. Das ist halt das. Auch mit den ganzen anderen Sachen, die kaufen ja unglaublich viele Massen, nur damit die dann halt eben irgendwas anderes mit dazu bekommen. Ja, genau. Und was ich halt auch sehr krass fand, war wirklich, dass im normalen, sag ich mal, Supermarkt halt auch Waffen bekommen hättest, ne? Das habe ich auch schon mal gehört, auch das habe ich sogar, okay, krass. Und dann waren wir in so einem Angler-Store, also wo du halt, ne, alles mögliche zum Angeln und Campen und hast du nicht kaufen konntest. Und da halt auch Machete, diverse Waffen und hast nicht gesehen, wo du dachtest, okay, das ist krass, dass du das einfach so jetzt hier kaufen könntest, ne?
Aber da kommt es, glaube ich, auch wieder drauf an, welchem Staat du bist, oder? Weil ich glaube, es kannst nicht in jedem Staat Waffen frei zugänglich kaufen. Ja. Ich glaube, das kommt wieder drauf an, krass, wo du bist. Ja. Und die Krokodile. Da, wo wir unsere Wohnung hatten, das war halt auch so ein Wohngebiet, wo du halt auch vorne so einen Security-Typen hattest und so weiter, ne? Und da drin war so ein kleiner, keine Ahnung, kleiner See. Mhm. Und da war auch Hinweisschilder, dass da halt irgendwelche Krokodile halt drin sein könnten. Was ich auch sehr spannend fand. Wo du halt dann diese Situation hast, ne, wo Leute in ihrem, und die, die Pools, die waren auch umzäunt. Also unser Pool war in einem, ich sag jetzt mal, Wintergarten drin. Ja, okay. Und das fand ich halt auch total spannend, dass ja, die Leute wirklich damit rechnen müssen. Die wollen in ihren Pool reinspringen und ja, da gucke ich halt erstmal ein kleines Krokodil an. Hammerhart. Aber ich würde auch gerne, also ich werde, wann auch immer, auf jeden Fall nochmal hinfahren, weil es einfach schön war. War ein ganz, 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 ganz toller Urlaub, schöne Eindrücke. Und die Hitze dort war halt gar nicht so, also es war natürlich warm, gar keine Frage, aber so wie, wo willst du hin? Tanken. Okay. Bei mir geht's diesmal tatsächlich. Krass, bei mir geht's diesmal. Oh Gott, wie soll ich denn, hallo? Wie soll ich das denn schaffen? Die sind nicht ausgelegt für LKWs hier. Nee, wieso? Das passt doch, oder? Ich glaube nicht, dass ich den da durchgezogen kriege. Also du willst auf jeden Fall noch mal hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Amerika ist tatsächlich auch noch mal so ein Ziel. Da möchte ich auch noch mal irgendwann hin. Also erstmal, ich war ja Florida. Aber es gibt, also da möchte ich auf jeden Fall noch mal wieder hin, aber auch gerne noch andere Länder. Nicht den da wegschieben. Schieb dich. Jetzt, ich habe glaube ich wirklich ein Problem. Weil hinter mir ein Bus ist. Wolltest du tanken? Ich habe getankt, ja. Achso, du hast auch getankt. Ein bisschen holprig. Ja, ich auch. Ja, ich hab keine Schadensanzeige gehabt. Ich wollte eigentlich wieder nach hinten raus. Das ging aber nicht, weil der blöde Bus da stand. Ja. So, aber egal. Geradeaus ging jetzt auch. Ja, es war ein bisschen holprig, aber keine Schadensanzeige. Also alles im Lot. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier wieder. Wie weit man ausholen muss mit dem Ding. Muss erstmal in Fahrt kommen, bis der erstmal losfährt, ne? Das dauert. Ich habe jetzt ernsthaft alle vier Spuren gebraucht. Jetzt habe ich einen Schaden. Ach, wow, okay, das ist ein blödes Schild da. Also ich habe jetzt, glaube ich, komme ich da lang? Oh. Klappt es? Oh ja. Ich bin da raus. Ich habe tatsächlich gerade gemerkt, ich habe an einem Stoppschild nicht angehalten. Ich bitte um Verzeihung. Oh, das ist jetzt auch mies da. Ach, wir müssen hier rüber. Oh, ey, das ist ja tricky hier. Oh, ich liebe sowas. Ich, ne? Ich dachte, wir müssen noch einen Tucken weiter. Nein, nein, nein. Lass das Schild stehen, bitte. Ja, ich glaube, ja, doch, wir haben es geschafft. Das ist schon eine kleine Herausforderung mit dem Gerät hier. Hier in der City, ne? Ja. Ist schon cool. Ja. Ich bleib da stehen. Oh, diese Straße hier schon. Das holt mich einfach ab, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es holt mich einfach ab. Lieb's. Sehr cool.
Einfach schön. Einfach schön hier. Wow, ich bin viel zu schnell. 25. Ich habe immer 35 im Kopf, weil ich es vorhin vorgelesen hatte. Ja. Aber, ja, warte mal, 35 ist Standard, glaube ich, oder? War das so? Ja. Quasi, wenn nirgendwo was steht, dann ist halt 35. Oh, ich sag's dir, das wird, glaube ich, unglaublich schwer, wenn wir mal ohne Navi fahren sollten und die Anzeige dafür nicht haben, weißt du? Ja, wenn du das wirklich, stimmt. Wenn du wirklich auf die Schilder richtig achten musst. Ja, eher wenn du unsicher bist, ne? Ja. Dann komm ich da lang. Welcome to Montana. Oh yeah. Da mussten wir jetzt einmal kurz schnell rüber. Oh, weil da die Schranken zugehen. Jetzt darf ich sowieso wieder schneller. Naja. Dann können wir ja jetzt aufs Gas drücken. Also mehr oder weniger. Wie lange warst du damals in Amerika? 3 Wochen. Also oder waren es sogar 4? Wirklich schon länger, also dass sich das auch wirklich richtig lohnt. Ja, ja, das hatte sich gelohnt. Was haben wir die Scheibenwische angemacht? E. E. Ja. Und ich war gerade bei K. Würdest du sagen, du brauchst diese Zeit auch? Ich denke schon, ne? Also wenn man schon mal da ist. Ja, fand ich schon sinnvoll, ja. Also wir haben ja auch einiges gemacht. Und waren viel unterwegs und da war das auch schon notwendig. Ich sag jetzt mal, ich glaube, wenn du so irgendwie einfach nur im Hotel bist und sagst, du willst auch einfach nur Hotel und Strand und gar nicht irgendwie jetzt mal groß rumfahren oder so, ich glaube, dann ja, reichen wahrscheinlich auch irgendwie, ne, 1,5 Wochen oder so. Aber wenn du wirklich auch ein bisschen unterwegs sein willst, dann kann ich auch nur mehr Tage empfehlen. Also quasi, wenn du ein bisschen selber erkunden möchtest und so weiter, dann natürlich definitiv ein bisschen. Genau, länger. Genau. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir überall waren, aber teilweise hatten wir halt Ziele, die waren von unserem Apartment 1,5 bis 2 Stunden weg, wo wir dann hingefahren sind. Ja, und ne, das heißt, auch die Fahrten sind halt super, zumindest wenn du Auto mit Klimaanlage hast. Also das kann man da auch nur empfehlen. Wenn ihr euch wenn ihr dort ein bisschen Sightseeing trifft, dann auf jeden Fall ein Auto mit Klimaanlage. Und das ist halt auch schon schön, da einfach nur durch die Gegend fahren. Ja, das kann man auch nicht abstreiten. Aber wenn man sowas macht, ja, dann sollte man, glaube ich, auch. Also für uns war es angenehm, dass wir halt mehr Tage hatten. Ja. Ah ja, gut, also so, wenn du wirklich so 2 Stunden nochmal unterwegs bist da vom Apartment aus, du willst halt auch was sehen, ne? Ist halt so. Wenn, wie gesagt, wenn du schon mal da bist, dann musst du es halt auch nutzen, also ist auch meine Meinung. Weil, ja, gut, Hotel. Ich bin sowieso nicht so der Hotel-Fan, wenn ich ehrlich sein soll. Nee, ich bin auch eher ein Freund von unterwegs sein. Ja, deswegen, also so, ich muss auch nicht am Strand liegen oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich auch eher so einer, der jetzt, zumindest was Europa-Urlaub angeht, sage ich jetzt mal, eher so in die Berge geht oder sowas, weißt du? Einfach weil man da ist unglaublich viel zu sehen, einfach. Das ist halt das, was mich dann zieht. Aber das wäre dann halt eben, gerade in Amerika halt auch, weil ich will ja das Land erleben, weißt du? Am Strand legen kann ich mich auch an der Nordsee. Na ja, gut, ist jetzt ein blöder Vergleich, okay. Ist definitiv ein anderer Strand, aber im Prinzip ist es halt dasselbe. Also bei mir ist halt, wenn Strand, dann gehe ich halt schwimmen, ne? Schwimmen, tauchen und so weiter. Ja. Also ich sag mal, dass ich mich einfach nur in den Strand fläze und Sonne, das mache ich halt auch nicht. Aber ich habe auch kein Problem, wenn man mal ein paar Tage auch sich am Strand aufhält. Aber dann ist das bei mir halt wieder mit, ja, wie gesagt, Schwimmen, Tauchen und Co. verbunden. Da kribbelt es dann wieder ein bisschen sozusagen in den Finger, aber. Ne, das mache ich halt einfach. Also es hat ja nichts mit, ne? Ich mag es halt einfach nicht, da irgendwie nur rumliegen und mich braten lassen. Aber das ist halt auch Hotel nicht. Deswegen, wenn ich im Hotel bin, dann bin ich halt auch da in der Regel immer. Also ich bin wenig im Hotel und tiger dann, ich sage jetzt mal, da durch die Ortschaften und Co.
Und Strand ist in Ordnung, aber ich lege mich da halt nicht hin zum Sonnen oder irgendwas. Ich sage jetzt mal, ja, ich habe vielleicht auch mal ein Buch mit, weil ne, zwischen ich schnorchel da irgendwo lang, ist es auch, dass ich mich dann zwischendurch vielleicht mal so für eine halbe Stunde dann da unter den Sonnenschirm fläze, trocknen, Buch lesen oder so, aber dann geht's halt auch schon wieder direkt ins Wasser. Also hinsetzen und über Stunden da sich braten lassen, das das wäre halt nichts. Nee, das fand ich auch noch nie gut, also habe ich auch noch nie gemocht. Also da habe ich nicht die Geduld für, aber ich bin halt auch zum Beispiel niemand... Oh, Wiegestation. Guck mal, ob du die wirklich anfahren musst. Wenn es grün ist, dann kannst du durchfahren. Nee, bei mir ist rot. Oh. Hier muss ich rein. Ja, gut. Okay. Okay. Zum Beispiel Badewanne. Bin niemand, also Badewanne ist so, nee, mag ich nicht. Ja. Duschen, zack, zack, zack und warum wrong way? Halt quasi sofort weiter, so mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Also auch so in die Badewanne flitzen und da irgendwie lesen oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. Mag ich nicht. Habe ich keine Geduld für. Umständliche. Da jetzt noch, wir müssen da jetzt noch mal, ach nee, wir können da jetzt raus und dann wieder rum, ne? Interessant. Nein. Interessant gemacht. Ich bin doch gerade erst stehen geblieben. Warum machst du denn jetzt wieder grün? So. Ja, gerne. Auch schon wieder ein schönes Städtchen hier gleich. Ja, bei mir dauert es noch. Ich musste bei der Waage erstmal einmal im Kreis fahren, weil von der Seite aus, wo wir da kamen, durftest du nicht auf die Waage drauf fahren. Echt nicht? Ja, deswegen musste ich erst mal einmal da auf dem Parkplatz rumfahren. Und jetzt fahre ich erst wieder auf die Straße, wo wir eben waren. Oh, mies. Ah gut, 19 Meilen, das ist zu schaffen. Ja, guck mal, ich bin auch erst bei 17. Also, ich wollte sagen, da bist du ja gar nicht so weit gekommen. Ja, bei mir war es rot. Also ich musste biegen. Ja, und ich hatte nämlich auch erst einen Moment so ein bisschen Panik und dann habe ich gesehen, okay, ja, nee, ist grün, okay, ja, ich kann weiterfahren. Sehr cool. Macht doch einfach Spaß, hier einfach nur zu gucken, ne? Macht schon echt absolut jede Menge Spaß. Absolut. Also wirklich nur diese Gegend halt einfach. Nur ja. Einfach die Gegend. Finde ich absolut mega. Weil egal, wo du hinguckst, jetzt hier hinter zum Beispiel, da stehen so ein paar Wohnwagen, so alt abgeranzt und sowas. Sowas liebe ich halt. Da unten fährt ein Zug rum, wenn ich jetzt hier mal so rausgucke. Das ist... Es ist hier ist richtig was los. Es ist gar nicht schlimm, an der Ampel stehen bleiben zu müssen, weil nee, dann hat man kurz den Moment und kann hier mal ein bisschen gucken. Hier ist jetzt, ich bin bei so einem kleinen Imbiss-Shop, ist glaube ich Zeitung, wenn ich es richtig sehe, wo Leute stehen, also anstehen und sich das da ne, kaufen wollen. Ich frage mich gerade, hast du das im ETS auch? Oder fällt es da einem einfach nicht auf, weißt du? Dass Leute da rumstehen und irgendwas machen? Ja, also ich habe das Gefühl, im ATS ist wesentlich mehr Leben auf der Karte als im ETS. Ja, schon, ne? Also, vielleicht auch, weil man jetzt so mehr darauf achtet, so auf Umgebung und so. Ich muss sagen, beim ETS, du fährst einfach. Also ja, du hast manchmal da auch die Situation, wo du sagst, oh, ist schon schön hier. Guckst einfach mal ein bisschen. Aber obwohl, man muss dazu sagen, beim ETS, ich glaube, der große Unterschied ist, beim ETS fahren wir ohne Navi. Du bist also einfach nur darauf konzentriert, könnte ja, hier stimmt, die Abzweigung sein und nicht so dieses, ach, ich gucke jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend, ach, hier ist schön, weil du hast ja das stimmt, Navi. Ich glaube, daran liegt das tatsächlich. Ja, also dass es einem einfach nicht auffällt quasi. Genau. Erstmal zu Testzwecken könnten wir einfach nochmal wieder eine ETS-Tour mit Navi machen. Ja, stimmt. Gut, dann mal auf die Umgebung achten.
Ja, oder, ja, genau, genau. Dass man einfach mal sagt, okay, ja, doch, hier ist, ne, auch so. Hier ist es so daneben, Art, hier ist es wirklich mehr los. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass es daher kommt, dass man da nicht so sich drauf konzentriert, weil ja, man eigentlich nur darauf bedacht ist, am Ziel anzukommen. Mhm. Ja, da könntest du auf jeden Fall recht haben, das stimmt. Weil ja, du verlierst halt den oder du verlierst nicht den Fokus, aber du verschiebst den Fokus halt einfach. Ne? Genau. Auch jetzt hier hinten gleich, wenn du hier runterkommst, so eine riesige Farm ist hier. Das sieht so geil aus. Unser Zielort, meinst du? Ja. Ach, ja, cool. Also so, wenn du darauf zufährst. Oh, ja. Was hier steht, ne? Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, ich muss hier rein. Okay, ja, das ist unsere Farm. Ja, cool. Ah, das ist echt cool gemacht. Oh mein Scheiß, müde. Wir sind doch gleich angekommen. Jetzt hör auf zu gähnen. Jetzt bin ich gespannt hier. Im Parken? Ja. Kann eigentlich nur ein einfacher Parkspot sein. Eigentlich. Ja, doch. Ist es auch. Ist es auch. Also du kannst auch wieder den schweren Dings kannst du nicht auswählen. Ja, das dachte ich mir. Du hast hier direkt an der Seite vorgegeben. Oh, hier stehen einfach 2 Mähdrescher. Ja gut, das passt aber auch. 16 Meilen noch. Fight, hallo, was muss ich denn? Jetzt wird es schwierig. Big River. Hey. Milk River von Kühen die beste Smoo-Gras bekommen. Anders kann es nicht sein. Ich bin verwirrt hier jetzt gerade. Warum? Weil ich krieg den LKW nicht mit Trailer so da rein, wie er soll. Oh. Weiß nicht, ob der jetzt komplett gerade stehen muss, alles. Aber das würde mich jetzt wild. Weil das jetzt hinzukriegen, das ist. Nee, warte mal, der muss anders rum. Nein, der geht auch wieder falsch. LOL! Ich bin jetzt hier bei dem Wohnwagen-Camp da eben dran vorbeigefahren. Wir sind bald da. Auch hier wieder, ne? Es ist, ich find's einfach schön. Ich find's einfach so schön. Was so rumdreht er doch falsch, dann. Boah, ich bin mal gespannt, was er bei uns sagt. Richtig nicht eingeparkt, ne? Bin mal gespannt, was er bei mir jetzt gleich macht. Also ich bin gleich da. Ich sehe dich auf der Karte schon wieder. Ich will gerade zurücksetzen. Das ist unmöglich mit dem Gerät. Absolut nicht möglich. Ich kann nur überspringen. Uff, das ist hart. Warte mal. Kann ich da hinten irgendwo drehen? Mal gucken, was er jetzt sagt bei uns. Ja. Ich bin gerade total am Ausrasten hier. Okay. Da gedreht. Da hinten komme ich nicht raus. Doch. Also ich soll auch hier, ich würde mal behaupten, einfach nur gerade mich hinstellen. Ja, das habe ich auch versucht, hat er nicht gemacht. Wollte er nicht, hinterher. Aber es kann sein, dass ich einfach nur von vornherein schon falsch angefahren bin. Ich stehe schon, hups. Ja, bei mir ging es gerade schon. Oh nice, ja, komm raus. Ich darf parken. Ja, warte, ich komme. Ich bin gleich da. Oh, da ist Polizei. Ich konnte jetzt hinten einmal rausfahren, komplett. Okay. Ich bin jetzt wieder auf der Hauptstraße. Oh, mein Schar ist so müde. Da rein. Der Arme. Oh. Ach, hier die Drescher, ja. Cool. Siehst du jetzt, ach, hier die Gewächshäuser. Ja,
Wenn man es jetzt so sieht, hast du es ja doch wieder als erstes geschafft, ne? Stimmt. Und obwohl ich als letztes da war. Guck, und so stehe ich jetzt und es passt. Ernsthaft? Ja, ja. Und das nimmt er bei mir halt nicht. So, ich gebe jetzt ab. Ja, du hast ja vorne diesen Bereich, wo, ich sag mal, wo wirklich das Führerhaus reinkommt. Ja. Genau. Ich habe die Vermutung, dass der hinten einfach zu... Ja, jetzt hat er ihn auch. Dass ja, der gut. Hinten einfach der Nachläufer, dass der zu weit rausstand noch, weißt ja. du? Das kann ja sein, klar. Ja. Ich stand jetzt auch nicht kerzengerade, ne? Ich stand so ein bisschen, ja, 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 ein bisschen krumm, gesehen. Aber ja, war fein. Ja, aber war wieder eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja, sehr schöne Strecke und auch eine tatsächlich coole Fracht, fand ich jetzt. Ja, also war ein bisschen anspruchsvoller, sagen wir es mal so. Ja, ja, aber es war einfach mal was anderes und aber hat trotzdem Spaß gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich fand, du warst jetzt es war mal so ein bisschen so, okay, mal gucken. Aber nie, dass du wirklich sagst, boah, ey, ja, ich habe mich jetzt so einfach festgefahren, es geht gar nichts mehr, ne? Ja, deswegen, wie... Der Zweifelungsanschlag war halt nicht der Fall. An der Tankstelle halt eben schon so der erste Moment so, und dann der Ort direkt danach, wo es wirklich ja. so eng war eigentlich, ja, diese ganzen Straßen. Da war es dann schon so ein bisschen, aber es war cool, war definitiv cool. Ja, fand cool. ich auch. Sehr schön. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von Amerika haltet. Wollt ihr da auch mal hin? Wart ihr da schon mal? Sonst irgendwas? Was würdet ihr gerne machen? Oder ja, wo wollt ihr sonst hingehen? Noch irgendwo hin? Ja, genau. Wo soll es hingehen? Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Wenn ihr bei Scully gucken wollt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne bei mir auch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.